Da kommt einer. Da kommt auch einer. Ein für dich, ein für dich. Und noch ein für dich. Oh, schneller werden sie auch denn manchmal. Aber zum Glück rennen die wirklich nicht so viel. So, da ist noch... Hey, du könntest aber aus dem Resident Evil Spiel sein. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Oh nein! So, mein Name ist Clint Eastwood. Ihr wollt so einen alt eingefleischten Farmer irgendwas antun? So, jetzt habe ich hier... Kann ich mich hier verlaufen? Oh, scheiße. Was ist das? Ah. Ach, siehst du, hier ist ein Zaun. Ich renne einfach den Zaun entlang. Was? Wo? Ach, da. Ah. Jawohl. Headshot. Jawohl. Eine Welle, hey. Jetzt nicht, dass ich hier so gewaltverherrlicher bin, aber es geht ja darum, dass die Kerle so schnell wie möglich endgültig tot sind. Und du siehst aus wie der Joker. Der Revolver ist nicht schlecht. Aber nix Munition. Was ist das hier dunkel alles? Oh. Eine Energie habe ich. Zum Glück leuchten die dann so ein bisschen. Bin mir gar nicht sicher, ob es hier Lichteffekte gibt. Die schießt man hier drin. Kam mir gerade nicht so vor. Aber von 2005? Doch, da muss es ja schon Lichteffekte geben. Nachladen. Also hier gibt es auch keine Karte. Jedenfalls ist mir kein Button bekannt, dem ich eine Karte hervorrufen kann. Ich bin nicht so ein Durchläufer, ich erkunde gern. Vielleicht gibt es doch mal irgendwo wichtige Sachen. So, wir sprinten einfach mal. Oh, ich bin durch. Mal was übersehen? Weiß ich nicht. Also Munition übersehen tut immer schon ein bisschen weh. Oh. Was? Noch einer? Au! Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Ah, das ist ja alles voll! Ein Schloss? So, kommen die hier mit hoch? Oh nein, daneben. Komm her, Omi. Oh nein. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. So, da kommt sie nicht mehr runter. Haha. So, du kommst nicht runter, ich gehe wieder rauf. Scheiße. Scheiße. So. Okay, ich muss irgendwas finden, um die Kette putt zu machen. Die kommen da... Das ist ja lustig. Die kommen da rauf, aber nicht mehr runter. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen hier das Maisfeld durchkämmen. Ähm...
Get to your neighbor's farm. Find something to cut the chain. Yo. Ist hier in der Ecke was? Nein. Was? Oh. Sind sie das wieder? Echt scheiße, jetzt hast du keine Munition mehr. Aber das ist ja das Gute, dass die keine Items fallen lassen oder so. Ah. Oh nein, nicht A. Ah, blöd. Jawoll. So, das wird Kessel hier. Bam. Oh. Bam. Zwei Schläge. Drei. Vier. Ach so, denn jetzt habe ich den Hammer fallen lassen, jetzt habe ich nur noch die Schaufel. Das ist ja blöd. Okay, ah. Revolvermunition, Gewehrmunition, ein Bolzenschneider, ein Radio. Amanda? Looks like we're having some technical difficulty getting in touch with Amanda. We'll try again momentarily. This is okay, wir haben auch nicht ewig Zeit hier. Wir haben eine Mission. So, den Bolzenschneider haben wir, Munition haben wir mal wieder. Gleich mal ein bisschen nachladen. Revolver auch nachladen, das macht automatisch, wenn er leer ausgewählt ist. Ich nehme mal wieder meine schöne Schaufel. Und dann, ich renne einfach mal geradeaus. Er atmet dann immer ziemlich streng. Oder erschöpft. Aber ich denke mal, ich kann ja so lange sprinten, ich will. Achso, hör den Bolzenschneider. Obwohl, ach nee, dann mache ich einfach nur, muss ich einfach nur Aktion drücken. Das Geheule gefällt mir gar nicht. So, da bin ich reingekommen, wie es aussieht. Ich gucke mich mal hier kurz um. Aber hier leuchtet und glitzert nichts. Und funkelt nichts. Also, ist nur so. Mhm. Gut, dann gehen wir mal hoch. Okay. Gewehrmunition ausgezeichnet. Volle Energie. Noch mehr Gewehrmunition. Also ich hätte ja auch mit Cheats spielen können, aber das ist ja langweilig. Das kann ja jeder. Das kann doch bestimmt sogar ein Zombie. Hier muss ich, wie es aussieht, runterspringen. Oder so. Boah, ist das jetzt ein Jump'n'Run oder was? So, da ist einer. Kann ich den von hier oben kalt machen? Ja. Kriegt mich doch. Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Oh, nicht getroffen. Ja gut, der Hammer ist jetzt besser für wenn die Zombies näher dran sind. Der Hammer, ich muss nicht so lange ausholen. Schaufel wird schon lange ausgeholt, aber deswegen bin ich auch eigentlich davon ausgegangen, dass ich jetzt mit der Schaufel die Zombies schneller kalt machen kann. Boah, ist das dunkel hier.
ist halt ein ziemlich finsteres Loch. Gehen wir mal runter. Ein Zombie. Hey. Na gut, dann... So, nachladen. Ich muss jetzt doch nochmal einen Schuss verschwenden. Nee, keine Lichteffekte hier? Also bei Feuer ja schon, aber nicht beim Mündungsfeuer? Könnten auch Werwölfe sein, so wie die sich anhören. Eine Kanalisation. Oder so. Komm her, Omi. Oh, nachladen. So, dann nehmen wir mal den die Schaufel. Oh. So. Okay, da oben ist noch ein Kerl. Ah, hier ist noch ein Haus. Boah, der ist ja richtig, der hat den Bauch aufgefressen. Also das finde ich schon, auch wenn die Grafik so miserabel ist eigentlich, finde ich die Zombie-Gestaltung schon sehr cool. So, jetzt mit dem Trecker rumfahren, das war ja cool. Aber geht leider nicht. So. Großes Grundstück. Ist ja voll Open World mäßig. Ich lauf mal... Ne, er hört jetzt auf zu... Er wird langsamer, glaube ich. So, was sagt uns die Kellertür? Ach so. Gut. Na, nicht gut. Aber vielleicht doch, doch. Ich wollte gerade, wenn ich mittlere Maustaste drücke, dann kommt eigentlich meine Ziele. Die werden dann eingeblendet, aber nicht jetzt. Ist da wer? Hallo? Oh, und Lars, bist du da? Nee, der ist wahrscheinlich noch auf Tatooine. Okay. Hier ist eine Sauerei passiert. Das hat wahrscheinlich wehgetan. Da liegt eine Oma. Wer ist das? War nicht der Mann. Ist da ein Fernseher umgekippt? Geh nur einfach mal rein. Aber ich nehme das Gewehr, nee, den Revolver. Auch niemand da? Oh. My neighbors were dead. I didn't know what the heck was going on, and I was scared to death. Reports of violence are coming in from neighboring states. We're unsure at this moment what to make of the situation. The governor is telling everyone to stay in their homes and has issued a, one moment, folks. Something has just come across my desk. I'm getting reports that the... I'm having trouble reading this bulletin. But I've been told this has been confirmed by official sources. It appears that the dead are coming back to life and eating the flesh of the living. This is unbelievable news we're hearing. I, for one, am truly shocked. For those of you tuning in, this is not a joke. Something has gone horribly, horribly wrong. Jo, nicht mit mir. So, steht ihr noch auf oder was? Secure the area. Okay, Tür zu. Oh.
Die stehen nicht mehr auf. So. Ihr seid keine willkommenen Gäste. Aber die wollen zum Glück beide gleichzeitig durch die Tür und deswegen, naja, jetzt haben sie es geschafft. Okay, das reicht jetzt. Jetzt wird es wieder Zeit, anderes Kaliber aufzufahren. Was? Ich geh mal eben kacken. Oh, cool. So, alle Leitungen sind tot. Hier haben sie das Bett durch die Gegend geworfen. Ah. Na genau, die Schränke darf ich nicht übersehen. Die ganzen Schränke und Nachtschränke und alles. Achso, oh, hier kann ich mich verstecken. Nicht bewegen. Kein Wort. Aber nein, das ist ja gruselig. So, hier oben haben wir dann, denke ich mal, alles. Hier kann ich nicht aufmachen. Hier ist noch Energie. Okay, was ist das denn hier? Achso. Voll, alles voll. Oh. Munition ist immer schon. Was ist das denn hier? Pfeffer oder was? Salz? So, dann müssen wir jetzt mal in den Keller, wie es ausschaut. Hier geht jemand. Ah, erledigt. Ja, toll, das ist doch scheiße. Ich wollte mich da noch umsehen. Da gab es doch was zum Einsammeln, oder nicht? I did what the man on the TV said and stayed on the farm as long as I could. I got by okay, but those corpses kept coming. The shortwave radio said that the military had some safe houses set up in the city. I was running low on supplies and starting to go crazy all by myself. I had nothing to lose. The city looked like a war zone. Roads everywhere were blocked. I didn't know where to go until I noticed a flicking light in the hospital up ahead. Someone was signaling SOS. I wasn't gonna let a few blocked roads stop me from getting to another living person. I'd go on foot. So, dann hat sich unser Kumpel in die Höhle des Löwen begeben. Wie ist er denn hier reingekommen? Na, wahrscheinlich über einen Fußweg. So, also bei The Walking Dead sollte man ja Lärm vermeiden, wenn man in der Stadt ist. Oh, ein Punker rennt hier rum.